Outside, der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Die erste Folge im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und ich wünsche euch schon mal nur das Beste fürs neue Jahr und vor allem, was mir inzwischen wirklich das Wichtigste ist, ganz viel Gesundheit und Zufriedenheit. Paul, hi, wie geht's dir? Bist du gesund? Hi, ja, schließe mich an. Ich bin soweit, ich glaube, ich bin gesund, ich weiß es aber nicht. Also kann auch sein, dass ich krank bin, leicht angeschlagen. Auf jeden Fall, mein Whoop hat ein Up and Down, ist mal rot, mal grün, aber nichts dazwischen. Von daher kann sein, dass ich so ein bisschen auf der Kippe bin, aber sonst ist alles in Ordnung. Wie ist bei dir die Lage? Ja, bei mir ist auch gut. Ich war jetzt zwischen den Feiertagen leider krank, aber jetzt ist alles wieder gut soweit. Puls noch ein bisschen hoch beim Training, aber geht in die richtige Richtung. Ja. Aber hast du, du warst jetzt öfters krank, oder? Kann das sein? Nee, also ich war eigentlich nur nach meiner OP, hatte ich mal Grippe ein paar Tage, richtig mit Fieber, aber jetzt keine Erkältung. Und jetzt eben mal wieder eine Erkältung, was ich ewig nicht hatte. Und ich habe auch letztens, glaube ich, in unserer Folge mit Sebastian gesagt, dass ich ewig nicht krank war, jedenfalls so erkältungsmäßig. Und jetzt hatte ich es mir direkt eingefangen. Ja, also so Standard halt, Halsschmerz. Es fing an mit so diesem Kratzen im Hals, wo man irgendwie so denkt, scheiße, irgendwas ist. Also es ist bei mir eigentlich immer so richtig Standardablauf. Ich kriege so ein Kratzen, so ein trockenes Gefühl im Hals und denke mir so, oh, nee, ja, vielleicht ist doch nichts. Und dann weiß man aber eigentlich schon im Unterbewusstsein, das geht nicht gut. Ja, und dann hat mein Whoop auch schon rot angezeigt und am nächsten Tag hatte ich richtig Halsschmerzen. Und dann geht das so über in Schnupfen und dann ist der Hals besser, dann hat man aber Schnupfen, dann kommt der Husten und dann ist es eigentlich wieder gut. Also so ist es bei mir immer. Und ja, dann, man sagt so 9 Tage, ne? 3 Tage genau. Kommt, 3 Tage bleibt, 3 Tage geht und ist halt eigentlich meistens so wirklich so. Also, es ist wirklich so. Also auch wenn man die Hoffnung hat, dass man es irgendwie schneller übersteht, es ist einfach nicht, also es geht nicht schneller. Ja, leider nicht. Aber ja, okay. Aber wart ihr jetzt die ganze Zeit auf Malle oder ihr seid jetzt gerade wieder, ne? Genau, wir sind zurückgeflogen kurz vor Weihnachten. Das war auch sehr interessant, der Rückflug. Und ja, stimmt. Genau, da war es ein bisschen turbulent und wir sind am Ende in Berlin gelandet statt in Bremen. Und dann waren wir halt über Weihnachten und sind dann Neujahr wieder hergeflogen. Und ich war eben eigentlich die meiste Zeit dann in Deutschland krank, weil jetzt auch, ja, mit Wetter, Turbulenzen in Bremen war es jetzt auch nicht so richtig attraktiv zum Draußenfahren. Deswegen. Hattet ihr, also ist das Wasser rübergekommen über den Deich? Oder? Also bei uns ist noch gut, aber es gibt Stadtteile, die sind wirklich richtig überschwemmt und auch meine Trainingsstrecken sieht wirklich aus, als wenn wir an der Nordsee wohnen, direkt. Also ist schon krass. Also wirklich. Ja. So, wir haben so eine BMX-Strecke an der Weser, wo wir sonst manchmal ein bisschen so die Hügel fahren und die ist einfach nicht mehr vorhanden. Also es ist einfach nur noch See und ja. Und bisher haben wir Glück, wir wohnen ja auch direkt an der Weser eigentlich, aber der Deich hält und ich hoffe, das wird auch so sein, solange wir hier auf Mallorca sind. Ja, es ist krass, also hier in Berlin war es jetzt mal ein paar Tage trocken, aber regnet jetzt auch wieder viel und ich bin jetzt das erste Mal jetzt auch wieder Richtung Potsdam und so rausgefahren. Und da ist auch an der Werder und so, nicht an der Werder, an der Havel, ist auch Wiesen, die sonst eigentlich Wiesen waren, sind jetzt halt Seen oder Teil der Havel. Mhm. Das ist schon krass. Und ich war auch eine kurze Zeit in Süddeutschland unterwegs, da war es auch brutal. Also da hattest du so Bäche auf der Straße. Mhm. Ja, das ist, ja. Ist bei uns auch, wenn wir jetzt im Gelände hier unterwegs sind, das sind einfach so Flüsse im Wald, die vorher halt Wege waren. Und man muss halt wirklich gucken, wo man fahren kann. Also, ja. Ja, ich hoffe auch, dass es gut ausgeht und dass jetzt nicht irgendwie Leute da irgendwie mit Leidenschaft gezogen werden. Ja, das hoffe ich auch. Jetzt an Silvester war auch bei uns Böllerverbot teilweise, was halt eigentlich, fand ich, der gute Nebeneffekt am Hochwasser war.
Dadurch war es auch erstaunlich sauber am nächsten Tag, als wir zum Flughafen gegangen sind. Das fand ich eigentlich echt sehr angenehm. Weil, ja, wie lange bleibt ihr jetzt drüben? Bis nächsten Montag, also wir sind jetzt eine Woche da. Und ja, jetzt gerade ja, mit Vladi und John, der uns auch bei der Deutschen betreut hat, genau, John Kemner. Der Bruder von Lennart Kemner. Genau, der ist auch wieder, seit er mit uns bei der Deutschen war übrigens, sehr motiviert, hat sich auch für Trucker angemeldet. Und welches, 100, 200? 200, hat auch, also er ist auch echt schon wieder in einer guten Form, hat gut abgenommen und ja, also macht Spaß mit ihm wieder, vor allem bergab. Ja, kann mir vorstellen, gut, Vladi und ihm zusammen bergrunter ist dann... Das ist interessant. Ist gefährlich, ja. Morgen kommt auch noch Lennart, ja, dann wird es noch interessanter auch berghoch. Aber ich glaube, da werde ich mich dann abmelden. Ja gut, aber dann bist du wahrscheinlich auch die Letzte, die sich abmeldet. Ja, wohl der Bruder von Im ihm... Moment ne, also, schon. Ja, im Leider. Moment schon, ne. Dauert noch ein bisschen. Ja. Genau, nee, sonst... ist ja nicht so viel passiert, ne? Irgendwie halt schlechtes Wetter, haben wir gerade schon besprochen, und Krankheit. Mhm. Dafür ging es in Belgien oder sagen wir im Benelux auf jeden Fall rund mit einigen Rennen, mit so einem krassen Run von Mathieu, der, glaube ich, jetzt 8 Rennen hintereinander gewonnen hat. Ja. Und irgendwie bei jedem Rennen immer noch beeindruckender wird. Also. Ja, ist Wahnsinn. Das ist einfach so, wenn er noch mit den anderen irgendwie zusammenfährt, weiß man eigentlich, dass er gerade nur so Halbgas fährt. Und dann fährt er einfach mal einmal schneller und alle sind weg. Und er ist allein. Also. Naja, es sieht schon, ich fand es besonders hart, fand ich diesen Leonhaut, kann man es richtig ausspricht, weil er ja so der einzige ganz große Fahrer war, also war es kein Elisabeth da und kein Lars van der Haar und so und auch kein Wout van Aert oder Pidcock und da war schon ein krasser Unterschied. Also, ja, das ist Wahnsinn. Aber ja, was natürlich dann so der Top-Aufreger war, ne, ist seine Spuckaktion, die hast du ja sicherlich mitbekommen. In Hulst, ne? Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, hast du es live geschaut, oder? Ja, ich habe es mir angeguckt. War auch ein mega cooles Rennen, fand ich, weil es so, ja, außer Van der Poel hatte eigentlich irgendwie jeder irgendeinen Defekt oder irgendwelche technischen Probleme, Sturz. Und ja, Wout ja auch, den hat es ja auch irgendwann mit einem Kettenabwurf zurückgeworfen. Und ja, aber ja, ich glaube, so der Aufreger des Tages war eben, dass Mathieu van der Poel die gröhlenden Fans bespuckt hat, nachdem die ihn wohl mit Urin und Bier bespritzt haben. Und dann gab es ja so verschiedene Meinungen, ob es in Ordnung ist, dass Mathieu van der Poel eben spuckt oder ob er sich wehren darf oder nicht. Und ja, was sagst du dazu? Naja, also wehren darf er sich. Also finde ich schon, dass man seinen Unmut äußern kann. Wie er es getan hat, darüber kann man streiten. Mhm. Ich bin ja auch ein Fahrer, der, wenn man mich schlimm erwischt, auch eine kurze Zündschnur hat. Mhm. Keine Ahnung, also ich glaube, dass er das nicht... Also da muss schon viel passiert sein im Vorfeld. Ich glaube, das war so eine Anstauung von ganz viel Ärger seinerseits. Ja. Weil du hast bei allen Rennen gehört, ne, da wurde immer ausgebuht. Also das ist echt krass. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Aber ich habe es bei vielen Rennen gehört, dass er ausgebuht wird. Ich finde es krass, weil Hulst ist ja auch ein niederländisches Rennen. Also es müssen ja keine Niederländer sein, ne? Können ja auch. Also, ja, klar, es kommen sicherlich auch Belgier zum Rennen, aber irgendwie, ja. Ja, also ich fand es auch, ob man jetzt spucken muss, darüber kann man sich wirklich streiten. Ich finde es aber in Ordnung, dass er ein Zeichen setzt. Wie gesagt, die Art und Weise, über die kann man, glaube ich, echt reden. Aber was soll er auch groß anderes im Rennen als Spucken machen? Also, ja, da habe ich viel jetzt, anderes blieb ihm nicht übrig, außer die Flasche da auch nicht am Rad. Also. Nee, aber da wollte ich nämlich drauf hinaus. Es gibt 3 andere Vorfälle, zumindest größere Vorfälle. Mhm. Und zwar, Sven Nys ist 2012 in Leonhout
Leonhut, ist er vom Rad gestiegen. Mhm. Also es wahrscheinlich hatten da auch, ich habe das damals auch geschaut, das Rennen, ich kann mich sogar daran erinnern, irgendwie hat wahrscheinlich auch ein Zuschauer die ganze Zeit irgendwie beleidigt und irgendwann fährt der Nice vorbei an dem und hält einfach an, wirft sein Rad weg, geht unter dem Absperrband durch und läuft dem Typen hinterher, der aber weggelaufen ist. Okay, das hätte Mathieu auch machen können, weil die Zeit hat er definitiv. Die Zeit hat er gehabt, läuft dem hinterher und er hält nicht an, bis er den irgendwann stellt und stellt den halt richtig, fängt an mit dem zu diskutieren. Das ist geil. Ja, das ist, das fand ich gut. Dann Richard Gronendal in Diegem bei diesem Nachtrennen 2001, was boxt der mit wem? Ich habe es mir vorne nochmal angeschaut. Der auf jeden Fall geht auch vom Rad. Genau, der geht vom Rad und der boxt sich mit welchen. Okay. Der boxt einen und danach fährt er weiter und dann noch eine, der sich wahrscheinlich darüber beschwert, dass er den geboxt hat und dann kriegt er auch nochmal eine. Das muss man sich mal anschauen. Witzig ist es nicht, aber es ist interessant, sich anzuschauen. Also Richard Grondahl, auch Weltmeister gewesen und so. Und dann Bart Valens, irgendwo bei irgendeinem Crossrennen, auf jeden Fall kickt ein Zuschauer. Ist so eine Abfahrt, die so mit einer Linkskurve, und vor der Linkskurve holt er sein Bein raus und macht wirklich so einen Karate-Move. Haut so mitten in die Zuschauer rein und tritt so rein. Ich weiß nicht, ob wir die Videos verlinken sollten, keine Ahnung, kann aber jeder mal selber gucken. Bei YouTube findet man ja alles. Aber das sind so drei Beispiele, wie man es auch hätte machen können. Alle jetzt nicht unbedingt besser. Aber ja, außer das von Sven Nice. Ich meine, außer das von Sven Nice. Diskutieren ist ja auf jeden Fall in Ordnung. Ja, genau. Also das fand ich, Ja, aber ich sehe es auch so wie du. Also ich finde, definitiv, er kann sich wehren. Und ich glaube auch im Eifer des Gefechts, jeder, der Rennen fährt, weiß, mit einem Puls von, keine Ahnung, 180. Ja, aber ich glaube, der war bei ihm nicht 180. Bei ihm wahrscheinlich eher 130, aber egal. Manchmal überlegt man dann vielleicht nicht und Nee, ich glaube, das war einfach hart genervt. Ja, genau. Aber bis momentan, er hat das eh schwer. Ne? Leute regen sich ja auch auf, dass er mit dem Lambo ankommt und so und fragen sich, wie viel Lamborghinis er da hat und verstehen da halt. Das ist halt dann so, das finde ich dann so interessant, weil wir als Radsport-Community oder auch so Fans uns ja immer sagen, wir brauchen so Persönlichkeiten. Weißt du? Und wenn wir da immer jemanden haben, ob einem das nun gefällt oder nicht, dass er irgendwie so Sportwagen fährt, das mal außen vor, aber die so ein bisschen Attitüde anders haben. Anders sind, ja. Ja, genau, dann ist einem das, oder ist das einigen halt auch nicht recht. Also ich finde, wie gesagt, das wäre jetzt auch nicht meins, da mit Lambos jede Woche einen neuen Lambo anzukommen. Übrigens, das sind auch nicht seine, sondern der hat ein Autohaus-Deal, ne? Nee, der hat sogar einen richtigen Lambo-Deal mittlerweile, glaube ich, weil ich habe vorhin, wurde mir direkt abends hänge ich noch bei Facebook ab. Ja, ich bin halt noch so wir sind halt alt. Also. Wir sind halt alt. Und da wurde ich voll gespammt damit. Also mit richtigen von Lambo, Italien, Werbung, wie er mit so aus durch die Gegend fährt. Und da hatte dann ja irgendwie ich weiß nicht, ob es ein Huracan war, aber davon diese Offroad-Version. Und Leute dachten direkt, das war halt so ein Marketing-Ding. Und du hast halt auf einmal auch gesehen, dass das Ding woanders aufgetaucht ist auf Instagram. Also das war einfach so, einfach Marketing. Auf jeden Fall, bin ich mal gespannt, wie das dann noch weitergeht. Er liefert auf jeden Fall Schlagzeilen, finde ich gut. Es gab ja auch noch eine Situation, wo er bei einem Rennen, ich weiß gar nicht mehr welches Rennen es war, eine Überrundung hatte und den Überrundeten, der aus Costa Rica. Genau, der gerade, der gerade irgendwie Selfies von sich gemacht hat auf der Strecke, den hat er ziemlich unfreundlich weggekickt und da gab es ja auch schon ziemliche Kritik. Ja, genau, aber da fand ich halt beim ersten Anschauen, dachte ich, das ist halt komplett, also was soll das? Mhm. Also warum macht er das? Mhm. Beim zweiten und dritten Mal siehst du halt, das war halt so, der stand halt einfach, der ist auf einmal richtig im Weg gelaufen. Genau. Also das war gar nicht, also er hatte gar nicht viel mehr, das war nicht so, ey, verpiss dich, sondern es war halt, ja okay, also entweder kippe ich jetzt vom Rad oder ich stoße ihn kurz weg. Ja. Also halt für die Variante, das fand ich dann am Ende so, also das legitime ist das falsche Wort, aber fand ich jetzt okay. Ja. Und der Costa Ricaner hat ja auch gesagt, dass es seine Schuld war.
Genau, und er wollte direkt aufhören mit Rennen fahren. Ja, genau. Ich glaube, da war auch ein freundlicher Austausch danach über die Medien und wie gesagt, die Spuckaktion, das hätte man auch anders lösen können. Das mit dem Costa Ricaner. Es war jetzt ein Rennunfall. Ja, ich denke auch, es war in Ordnung. Ja, mal gucken, welche Kinder im Hotelflur rumlaufen bei der WM. Genau, stimmt. Ja, da gab es ja auch noch mal was. Ja, das ist eigentlich auch ein bisschen unter den Tisch gefallen, oder? Wie bitte? Die ganze Aktion ist so ein bisschen nicht mehr... Er hat halt eine Strafe bekommen, ne, glaube ich. Okay. Darf ihn wieso und so lange nicht einreisen. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht 100%, aber war, ist, glaube ich, schon so auch abgewickelt einfach, ja. Genau, dann wir haben, ich weiß nicht, lass mal zuerst Ryan Camp und dann können wir danach Deutsche, wo wir danach ja auch einen deutschen Fahrer reinholen, passt das. Aber ich weiß nicht, Ryan Camp kennst du ja wahrscheinlich, ne? Ehemaliger U23-Weltmeister. Der ist dieses Jahr, oder letztes Jahr noch bei, ach, weiß, habe ich das Team vergessen. Auf jeden Fall bei einem belgischen Profi-Cross-Team gefahren, mir ist gerade echt der Name entfallen. Auf jeden Fall hat der da keine Vertragsverlängerung mehr bekommen und auch kein anderes Team gefunden. Und dann hat er anstatt mit der Hilfe der Rothof-Brüder, den unter anderem, den gehört Alpecin de Koenig, also das Team von Mathieu, den gehören irgendwie 3 oder 4 Teams, zwei Cross-Teams, was weiß ich also. Gefühlt irgendwie alle. Ja, genau, alles. Fahrer. Und die haben ihm anscheinend dabei geholfen, dass er jetzt zumindest mal für ein Jahr sein Gehalt gesichert hat, dank der Unterstützung von Colnago und Camper. Fand ich interessant. Und vor allem auch wieder, wo die Rothofs einfach überall involviert sind. Ne? Also wie viel Macht die wahrscheinlich auch wirklich haben und wie viele Kontakte und wenn sie wirklich wollen, wie vielen Leuten sie eigentlich auch in dem Fall ja auch helfen können. Der fällt ja mit einem blanken Trikot rum. Der hat nicht mal einen Trikotsponsor, ne? Also, krass. Ja. Okay. Ja. Ja, und, auf jeden Fall. Schon gut. Gute Sache, dass sie da dann auch so unterstützend zur Seite stehen. Genau. Und dann lass mal zu den beiden deutschen Frauen gehen, die gerade ganz solide Resultate eingefahren haben. Ja, und auch sehr interessant finde ich, dass Elisabeth Brandau jetzt wieder ambitioniert fährt, nachdem sie ihr drittes oder viertes Kind gekriegt hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja. Also 3 auf jeden Fall, vielleicht aus 4, aber 3 auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall viele Kinder. Und genau, sie ist auch wieder in die Weltcups eingestiegen. Ich glaube, das erste Rennen war das in Val di Sole, wo sie 11. geworden ist, was ja schon mal auf jeden Fall ein super Einstieg ist. Und jetzt auch nochmal in einem UCI-Rennen 7. geworden. Also Formkurve steigt auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Zweikampf bei der DM zwischen Elisabeth Brandau und Judith Krahl. Ja, bin ich auch. Judith wird bei dem Rennen Zoller auch 11. Hast du es gerade schon erwähnt? Nee, Judith hatte ich noch nicht. Ja. Nee. Genau, Judith wird da auch 11. Also sind beide, bei beiden steigt die Form. Elisabeth Brandau hat dann irgendwie auch geschrieben, dass sie auf jeden Fall merkt, dass diese gerade diese Doppelbelastungen, Leon Hudwitz noch 7., dann am nächsten Tag mal weg hat, nur eine 49. Dass das halt, dass ihr Standbein halt da gerade noch fehlt, aber das ist auch normal. Vor allem, wenn man ziemlich weit hinten wahrscheinlich starten muss. Ja, genau. Aber ja, bin ich gespannt. Also kann gutes Rennen werden. Ich meine, Thema Deutsche Meisterschaft können wir eh gleich auch noch mit Marcel Meisen besprechen. Der kommt ja gleich, der ist ja auch schon 100-mal Deutscher Meister. Du warst noch keine Deutsche Meisterin, ne? Im Cross, oder? Vize nur. Deutsche, hinter Elisabeth. Ah, hinter Elisabeth, ja. Die war ja dann auch irgendwie, hat ja auch so einen Run gehabt, ne? Nachdem Hanke aufgehört hat, glaube ich, war sie ja diejenige, genau. die... Genau, sie war ja eigentlich immer Deutsche Meisterin. Ja, also, genau. Ja. Ja gut, dann holen wir mal den Marcel hinzu. Ja, wir haben jetzt zu Gast Marcel Meisen. Hi Marcel, wie geht's dir? Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Hallo Caro, hallo Paul. Ja, ich habe glaube ich schon geschlafen, aber ich habe noch ein bisschen gehört von Anfang vom Feuerwerk. Aber dann bin ich zum Glück schnell eingeschlafen und morgens ging es raus zum Neujahrscross in Pétange in Luxemburg. Und deswegen
viel gefeiert wurde nicht. Wo du ja auch direkt erfolgreich warst mit dem dritten Platz. Ja, erfolgreich. Also wie gesagt, ich hatte da 6 Mal gewonnen. Dann will man natürlich auch gerne das 7. Mal gewinnen. Aber dieses Jahr waren auch echt gute Fahrer da. Und ja, hat dann nur für den 3. Platz gereicht. Aber ja, sicher auch nicht schlecht. Hast du schon mal Silvester gefeiert? Also außer früher als Teenager? Vielleicht da auch noch gar nicht, oder? Weil da gab's ja, du bist ja schon immer Cross gefahren. Eigentlich schon, ja. Also soweit ich mich erinnern kann, eigentlich ab 1. Januar immer gefahren. Also ich habe schon mal ja, rein gefeiert, dass man irgendwie abends bei Freunden war und dann aber wirklich um 12:30 dann ab nach Hause ins Bett. Und ja, groß gefeiert habe ich noch nie, aber ich hatte auch ein paar gute Jahre. Also man kann auch ohne Silvester feiern, glaube ich, gut ins Jahr starten. Ja, das stimmt. Ich glaube, man startet auch besser mit einem Sieg ins Jahr ausgeschlafen als mit einem großen Kater. Deswegen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Definitiv. Das stimmt wohl. Aber ja, kurze Vorstellung nur. Also du bist 34 Jahre. Du hast jetzt, wenn die Folge rauskommt, noch nicht Geburtstag, aber am Sonntag. Montag. Am Montag. Am 7. ist in Zonhoven Weltcup und am 8. dann. Bist du 35? Ja. Zumindest steht es ja auch im Papier, aber ja, irgendwas, weiß ich nicht, vielleicht ist da was schiefgegangen bei der Geburtsurkunde. Ja, aber wir hatten gerade das Thema schon, du hast auf jeden Fall auch gerade schöne Haare. Ja, ist ein bisschen. Und meinst du schon, du solltest vielleicht mal auf meine Frisur wechseln? Ich kann es empfehlen, ist pflegeleicht. Man sieht halt immer gepflegt aus. Ja, meistens. Das ist auch kostengünstig. Das stimmt, ja. Friseur ist ganz schön teuer. Ja. Auf jeden Fall bist du. Ja, dass ich nicht zum Friseur gehe, ist ja mein Problem. Deswegen. Ja, genau, das wollte ich. Ich glaube, da Spaß. Ja, da. Ja. Ja, ich überlege es mir mal. Ja. Genau, aber noch kurz zu dir. Du bist 7-mal deutscher Meister der Elite geworden, hintereinander. Ich glaube, der letzte deutsche Meister vor dir war Philipp Walzlehm. Ja, zwischen meinem ersten und meinem zweiten Titel war Philipp noch einmal Meister und dann, glaube ich, 6 Stück in Folge. Also. Echt, ist das so? Weil ich habe es extra nachgeguckt. Ja, du wirst es schon besser wissen als Wikipedia. Okay, aber nichtsdestotrotz 7-mal deutscher Meister. Der Liter einmal bei der U23, da weiß ich noch, hat sich dein Vater bei mir vor dem Rennen schon bedankt, dass ich nicht fahre. In Herford. Stimmt. Damals. Ja. Philipp, genau. Philipp war verletzt. Philipp war verletzt. Ich bin Elite gefahren, freiwillig. Und genau. Aber auf jeden Fall da und. Überraschenderweise, ja, nicht, also für Insider nicht, aber 2020 wirst du deutscher Straßenmeister der Elite am Sachsenring. Im Sprint gegen? Ja, Pascal Ackermann. War Zweiter, Alex Krieger damals Dritter. Ja, es war für mich ganz gut gelaufen. Klar, das Corona-Jahr, also sind der eine oder andere ist nicht mitgefahren, aber ja, die Strecke kam mir da entgegen, war natürlich ein bisschen atypisch, aber also. Ja, nicht so wie andere Meisterschaften. Aber der Sprinter bergauf, das liegt mir einfach. Und ich glaube auch, was vielen, wir sind, glaube ich, 48 Runden gefahren und 3 kleine Anstiege, wo man immer drüber drückt auf dem Sachsenring. Wer da schon mal gefahren ist, der kennt das. 1-2 Mal ist das alles okay, aber dann unterm Strich fast 150 Mal einen kurzen Anstieg hoch. Und ich glaube, das hat dem einen oder anderen im Sprint schon ein bisschen wehgetan dann. Ja. Genau, aber es würde mich gleich nochmal dazu was interessieren. Auf jeden Fall, genau. Also eigentliche Titel gesammelt, mehr als Caro und ich. Hatten wir jetzt gerade vor der Folge schon. Definitiv. Caro einmal Vizemeisterin, ich einmal nur bei den Junioren. Von daher hast du uns da einiges voraus. Aber wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Weil das habe ich auch nie so richtig. Das weiß ich einfach nicht. Wir kennen uns ja auch schon seit Junioren, ne? Eigentlich. Ja, du hast ja eben schon angesprochen, ne? Das kommt vom Vater. Ne, hatte ich noch nicht angesprochen von dem Vater, aber genau, kannst du mir auch kurz erzählen. Wir nennen dich ja auch eigentlich immer Jupp. Ja, da bist du einer der wenigen, der das macht, aber ja, das ist noch aus alten Nationalmannschafts-BDR-Zeiten irgendwie so, da hatte ja jeder seinen Spitznamen so. Da ist das irgendwie auch noch ein bisschen übrig geblieben. Ja, und mein Vater ist halt von früher schon immer gefahren. Der hat nur Fahrräder im Kopf. Und ja, dann ist man schon als kleiner Junge irgendwo auf den Radrennen. Und sobald es dann ein erstes Schrittrennen gibt, fährt man da mit. Und dann
ja, dann geht das so von Hölzchen auf Stöckchen. Und ja, so wächst man da rein. Anfangs war ich wirklich sehr schlecht. Ich glaube, vor der U15-Klasse war ich immer bei jedem Rundstreckenrennen in der ersten Runde abgehängt. Hat natürlich auch vielleicht mit der Entwicklung zu tun dann. Und dann in der Jugend und in den Junioren ging es dann so langsam aufwärts. Aber ich finde es krass, ne? So jetzt, wenn man so zurückschaut, wie unwichtig einfach auch dann noch U17 war irgendwie. Also jetzt zurückliegend, also diese Altersklassen. Aber wie wichtig das in dem Moment ist, ne? Also. Aber es ist ja auch, was du gerade schon gesagt hast, echt extrem abhängig von der jeweiligen Entwicklung. Also es ist ja so einfach nicht vergleichbar untereinander. Also. Nee, da gibt es ja ganz viele, die wirklich die Jugendklassen dominiert haben. Also hier in NRW, ja, gab es da ganz viele. Und die dann wirklich in der U17 auf einmal nicht mehr jedes Rennen gewonnen haben und dann auch schnell die Lust verloren haben und aufgehört haben. Ja, von denen, mit denen ich früher gefahren bin, wo wirklich jeder immer dachte, die sind viel besser, fährt eigentlich keiner mehr. Selbst in der U23-Klasse noch. Ja, sind nicht mehr viele übrig. Gibt es nur noch wirklich die absoluten Profis, wie John Degenkolb. Ja, dann werde ich schon ein bisschen der Jahrgang drunter schon, Jascha Sütterlin und sowas. Sind da nicht mehr viele übrig. Also es bleiben dann wirklich, wirklich eine lange Karriere haben die wenigsten. Ja. Ja, Paul ist auch einer der wenigen, der noch fährt. Ich weiß nicht, bei dir aus dem Jahrgang sind ja auch gut. Nicht viele, die ich bin auch alt, ne? Ja, oder die bis vor 2-3 Jahren noch gefahren sind. Das sind auch, glaube ich, nicht so viele, ne? Ja, das sind nicht. Ja, genau, also aus meiner Generation waren es eigentlich auch nur Klemme, der mit hochgekommen ist. Geschke. Ja, das war's. Also, ich vergesse jetzt wahrscheinlich einige, aber das ist so aus meinem unmittelbaren Dunstkreis. Dege war ja schon ein bisschen jünger, auch Kittel. Aber ja, stimmt schon, da bleiben da auch Jungs, auch Jungs wie ein Stefan Schäfer, ich glaube, der ist auch so alt wie du ungefähr, ne? Genau, das war Alter, ja. Der ja auf dem WM-Podium steht, bei den Junioren. Sagen wir mal so, meine Generation war auf jeden Fall noch es sind die Profis geworden, bei denen man es davor nicht gedacht hätte. Oder die nicht den klassischen Weg gegangen sind über Nationalmannschaften, Pipapo, sind ganz viele dabei, die da dran vorbeigelaufen sind, weil bei Clem und mir war es ja auch erst am Ende unserer U23-Zeit, dass wir wirklich integriert wurden in die Nationalmannschaft und da auch Rennen gefahren sind. Aber ich sage jetzt bei mir auch daran, dass wir Cross gefahren sind, extrem viel. Ja, bei mir natürlich auch, ne? Wenn der Cross-Sport nicht gewesen wäre, dann wäre ich auch nie, ich würde mich jetzt nicht als Straßenprofi bezeichnen, ne? Auch trotz der Alpecin-Jahre jetzt nicht wirklich sagen, dass ich eine Straßenkarriere wirklich hinter mir habe. Deswegen, das hängt schon auch krass mit dem Crosssport zusammen, ja. Ja, also war von Anfang an bei dir der Crosssport auch an erster Stelle, also auch durch deinen Vater halt? Das kam mir gar nicht. Also ich bin nie irgendwie Sichtungsrennen gefahren oder bin auch nie im Team gewesen, so ein Juniorenteam, was mal eine Rundfahrt fährt oder so. Ich glaube, ich wurde dann einmal irgendwie mitgenommen für einen Nationalmannschaftseinsatz bei den Junioren. Das war so meine einzige Rundfahrt, die ich irgendwie mal gefahren bin, 3 Tage. Deswegen, ja, in den Jugendklassen, ja, war ich auch einfach nicht gut genug, würde ich sagen. Und in der U23 fing das dann so langsam an, aber da war ich immer Crossfahrer. Und nach der U23 oder Ende der U23 habe ich dann gemerkt, dass ich auch auf der Straße ganz gut fahren kann. Ist natürlich noch immer weit weg von irgendwelchen Profi-Worldtour-Rennen oder irgendwas. Aber da, ja, bin ich so langsam besser geworden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Problem gewesen, dass ich dann irgendwie nicht mal in ein Straßenteam gekommen bin, dass das alles irgendwie so 2-3 Jahre zu spät war. Ne? Wenn man jetzt sieht, wie jung alle sind, die Profi werden. Das fing bei mir dann erst eigentlich nach der U23-Klasse an. Ja gut, war aber zur damaligen Zeit auch normal. Ja, also das, also nicht nach der U23-Zeit, aber man ist durch die ganze U23 halt durchgegangen. Ja, und ich meine, du hast ja halt noch den Cross-Sport gehabt, wo du gut warst. Ja, das war vielleicht damals auch ein Problem, dass viele Teams das auch nicht wollten, ne? Ein Crossfahrer. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, was die Teams da so gesagt haben, aber ich glaube, so wirklich akzeptiert wird das erst seit Mathieu und Wout halt zeigen, dass man es kombinieren kann und ja, dass auch viel mehr Öffentlichkeit oder in der breiten Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit genießt. Ne? Nicht nur innerhalb von Belgien, sondern ja,
überall schauen die Leute ja jetzt Cross. Also ich bin jetzt am Wochenende in Diegem ja ganz gut gefahren und war eigentlich kaum im Bild. Bin Elfter geworden und mein ganzes Handy war voll mit Nachrichten nach dem Rennen. Und früher bin ich vorne mitgefahren mit den allerbesten Crossfahrern. Und das hat eigentlich außerhalb von Belgien kaum einer mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du hattest ja auch schon wirklich gute Cross-Erfolge, die auch im Fernsehen waren, wie in Overeise oder sowas. Wie da so die Aufmerksamkeit war? Erstmal war es eine andere Zeit. Internet gab es zwar schon, aber wurde jetzt nicht so genutzt, wie man es heute nutzt. Nee, man konnte auch einfach die Rennen nicht gucken. Ne? Also die kamen in Belgien im Fernsehen, aber das konntest du nicht empfangen. Und durch GCN und Eurosport, die jetzt fast alles zeigen, haben die Leute natürlich einen viel einfacheren Zugriff. Ja. Da habe ich auch das Gefühl hier, also wenn ich so in meiner Radsport-Bubble, auch Bremen und auch so die Jedermann-Hobbyfahrer, also es gucken eigentlich alle Crossrennen und alle fiebern mit und nutzen das eben, dass man da wirklich eigentlich jedes Rennen ja inzwischen gucken kann. Ja, mal ganz ehrlich, du hast innerhalb von 2 Stunden oder 2,5 Stunden hast du ein Frauenrennen und ein Männerrennen. Ja. Ja, also das ist halt, da hast du jetzt normales UCI, ein Tagesrennen ist da zur Hälfte rum. Und da ist aber die erste Hälfte noch nichts passiert so ungefähr. Also das ist schon natürlich auch gut zum irgendwie sich mal kurz reinziehen. Aber was ich jetzt interessant fand, was du meintest, ist mit, dass die Teams jetzt offener dafür sind. Aber ich glaube, es gibt aber auch nur diese 3 Fahrer, die es wirklich hinkriegen. Es gibt, also bei den Frauen ja noch viel mehr. Also bei den Frauen hast du, glaube ich, die Überschneidung. Aber ich glaube, es wird sich irgendwann auch regeln, wenn diese Spezifizierung halt auch noch weiter fortschreitet, dass Frauen sagen, jetzt ist ja zum Beispiel auch, du kannst ja im Frauenradsport als Allrounderin ja auch noch die Tour gewinnen. Weißt du? Also, und das wird, glaube ich, sich irgendwann auch nochmal ändern, dass es ein gewisses spezieller wird. Und bei den Männern, ich meine, da ist ja nur Mathieu Wout und Pidcock. Wer ist denn dann noch, der wirklich auf der Straße Weltspitze ist und im Cross? Es gibt auf jeden Fall einige, die es könnten. Die haben natürlich die Frage, wovon redest du? Redest du von Top 10 fahren im Weltcup, was schon richtig gut ist? Wenn du natürlich jetzt sagst, der soll Paris-Roubaix gewinnen und Crossweltmeister werden, ja, da kommst du natürlich immer bei den 2, 3 gleichen Leuten raus, ne? Aber ein Tim Merlier zum Beispiel, ja, ist jetzt ein Weltklasse-Sprinter und wenn er sich aufs Crossfahren konzentrieren würde wieder, würde er auch wieder vorne mitfahren. Da gibt es einige, in Quinten Hermanns, die aber jetzt auch teilweise ja, von ihren Teams aus, teilweise weil sie es selber wollen, sich dann mehr auf die Straße konzentrieren. Vielleicht fällt es dann den absoluten Topfahrern ein bisschen schwerer, beide Disziplinen zu machen. Aber ich finde schon, dass ein Quinten Hermanns, der jetzt eigentlich aus dem Training ein paar Rennen fährt, doch schon ziemlich ordentlich fährt. Naja, auf jeden Fall. Aber halt diese hundertprozentige Ernsthaftigkeit dahinter, wie es, ich finde, dass bei uns, das zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, schon auch öfters war, so. La Monta hat es bei mir unterstützt, also U23 sowieso, war es möglich. Und danach, Milram, wollte ich dann selber auch nicht mehr. Nach der einen WM, die dann so ein bisschen dramatisch für mich war. Und genau, also von daher, ich glaube, dass ich auch glaube ich heute, dass die Teams, ist immer die Frage, ne? Also ich meine, wie was heißt Unterstützung? Den Rad zu geben, weißt du, und sagen, ja, du kannst fahren. Nee, oder unbedingt halt, auch das. Oder halt einen Fuhrpark hinstellen und dich auch quasi übers Coaching, allen drum und dran mit Personal halt den ganzen Winter unterstützen. Ich glaube, das ist halt immer noch nicht so richtig der Fall anscheinend. Ja, überhaupt auch zu sagen, okay, den nehmen wir, der fährt Cross. Kann man ja auch sagen, wir wollen einen, der sich voll auf die Straße konzentriert. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt schon mal eher okay. Also es gibt jetzt immer mehr Fahrer überall. Venturini fährt jetzt wieder, will jetzt wieder intensiver Cross fahren. Wenn man sieht, ein Lander Lux fährt jetzt bei Unibet, Tietema, darf da eigentlich so viel Cross fahren, wie er möchte. Wie hießen die beiden, es gibt diese Geschwister, dieses Geschwisterpaar, die Kanadierinnen, wie heißen die beide? Holmgren. Genau, die sind jetzt ja beide beim Trek. Lidl Trek, ja, genau. Genau, Frauenteam auf der Straße. Mhm. Aber die sind ja eigentlich Crossfahrerinnen, oder? Soweit ich weiß, ja. Und die Verpflichtung fand ich interessant. Also auch, weil du schon sagst, Marcel, das ist halt irgendwie, Cross ist halt im Rennen, mehr Leute interessieren sich dafür.
und ob dann vielleicht auch Sponsoren irgendwann mehr und mehr ein Interesse entwickeln, halt auch ganzjährig präsent zu sein, weil du letztendlich bezahlst ja auch 12 Monate und nicht nur die 7 Monate, wo Straßenrennen stattfinden. Aber haben wir uns ja früher auch schon mal gefragt, ne, warum gibt es nicht mehr Leute, die in großen Teams auch Cross fahren für die Werbewirksamkeit? Aber irgendeinem Grund muss es ja haben, dass die Teams kein Interesse halt zeigen. Also ich glaube vor allem, dass Crossfahrer halt früher auch sehr unterschätzt wurden. Und jetzt sieht man, dass fast alle, die vorne Cross mitfahren, auch auf der Straße gut fahren könnten oder könnten. Da gibt es eigentlich fast keinen Crossfahrer mehr, den du nur im Winter siehst. Oder wo du sagst, ja, der kann nur Cross fahren. Also fast alle von denen, die rumfahren, die gewinnen im Sommer aus dem Training raus ihre Rundfahrten. Nicht immer World Tour Rennen oder Profirennen, aber so auf dem Punkt 2 Niveau gewinnt da jeder seine Etappe hier und da mal. Also ja, und wenn man jetzt sieht, ein Thibaut Nice, der ist bei Trek. Pim Ronha wird nächstes Jahr Stagiair bei Lidl Trek. Also die werden ja einfach das Physiologische, oder da ist viel Talent vorhanden, sagen wir mal, im Crosssport. Mhm. Und ja, das wird mehr und mehr erkannt, glaube ich. Ja, okay. Aber wie hat sich denn so in deinen Augen dann der Crosssport verändert über die Jahre? Zum Zeitpunkt, wo du in die Elite gekommen bist, hast du auch schon erwähnt, du warst auch eine Zeit lang einfach, du bist immer noch gut, aber du warst halt wirklich Weltspitze. Also du bist beim Weltcup auch Zweiter? Oder hast du einen gewonnen? Zweiter einmal. Zweiter geworden in Mailand, ne? Ja, in der Nähe von Rom, in Fiuggi war das. Oder in Rom, war eine Strecke, die mir ganz gut lag. Ja, extrem rutschig. Hatte irgendwie, es war vorher gefroren, dann ist es so aufgetaut und dann war es so ein Matsch-Eis-Mix und ja, da kam ich sehr gut zurecht drauf. Aber sonst, ja, mehrere Male in den ersten 10 und ich glaube 3-mal Top 10 bei der WM. Bei der Elite. War eigentlich jahrelang immer so um Platz 10 in der Weltrangliste. Und ja, ich denke, das war für mich so doch so das Beste, was ich rausholen konnte. Also ich glaube, das hätte in der U23 oder in den Junioren niemand von mir gedacht. Ich glaube, ich bin deutlich besser geworden als die anderen Jungs in meinem Jahrgang. Ja, die meisten haben aufgehört. Vincent Bastans zum Beispiel, der war Europameister bei den Junioren und ist eigentlich jetzt noch mit der Einzige, der noch fährt. Tom Meusen fährt noch. Aber dem wurde auch deutlich mehr Talent zugesprochen, schon in den Jugendklassen. Ja. Aber ja, nochmal, also wie hat sich der Sport in deinen Augen verändert? Weil wir haben uns sehen immer wieder Diskussionen, wie gut die Jungs sind, was man am Training irgendwie ändern muss. Ja, oder die Werte, dass deine Werte viel besser geworden sind, du aber schlechtere Ergebnisse einfährst als früher. Das heißt, du wirst ja auch besser und du warst auch immer ein guter Techniker, aber was ist jetzt einfach nochmal der Unterschied zu vor vielleicht 6, 7 Jahren? Ja, ist schwierig zu sagen. Im Cross ist es auch schwer zu messen. Ne? Du kannst nicht nach der Stunde auf deinen Computer gucken und sagen, ich bin so viel Watt gefahren. Klar kann man das irgendwo, aber man kann es extrem schlecht vergleichen, weil es immer ja, unterschiedliche Strecken sind, unterschiedliche Verhältnisse. Ja, und dann hat man die ganzen Tretpausen und alles. Also es ist sehr schwer zu vergleichen. Es ist jetzt nicht, als würde man 10 Minuten oder 20 Minuten Berg hochfahren oder ja, 15 Sekunden Sprintwert oder sowas. Und selbst im Sprint kommt es ja auf so viele andere Sachen noch an, als die 10 Sekunden Wattzahl, die du hast. Aerodynamik, Position und weiß ich was alles. Und so ist natürlich im Cross auch. Aber nichtsdestotrotz, überall wird es professioneller. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Fahrer in besseren Teams sind, viel besseren Zugang haben zu ja, dem ganzen Coaching und was sich alles noch da dran hängt. Und dann natürlich auch die Breite. Ne? Wenn du jetzt guckst, ich bin mit einer der Ältesten und um mich herum sind auch nicht viele in meinem Alter. Also die nächsten Jahre hört fast keiner auf und es kommen immer nur Fahrer nach. Also jedes Jahr, wenn du jetzt schon wieder guckst in der U23, wie viele nächstes Jahr da Profi werden, das Feld wird immer breiter und ja, alles hinter den großen 3, sagen wir mal, oder 4, 5 Top-Fahrern. Ja, da kann halt jedes Jahr, jede Woche alles passieren. Ne? 6. oder 23. kannst du da werden im Weltcup. Die gleichen Fahrer, also das ist so ein Niveau,
Ja, extrem viele gute Fahrer und vielleicht vor 6, 7, 8 Jahren, wenn du da einen schlechten Tag hattest, dann warst du immer noch 16. oder 15. Deswegen, ja, und das kommt natürlich auch durch die ganze Aufmerksamkeit, ne? Wahrscheinlich. Der Crosssport, dann denke ich schon, dass der Profisport da ja, viel Aufmerksamkeit genießt inzwischen. International. Ja. Okay, aber was hast du für dich so über die Jahre verändert? Oder also hast du für dich einfach so die Formel gehabt, okay, so funktioniert es für mich, so muss ich da rangehen? Oder hast du auch Sachen für dich selber hinterfragt? Naja, definitiv. Also auch mit den Trainern dann immer probiert, halt, ja, doch beim modernen Training zu bleiben, neue Sachen zu probieren. Ja, mal was zu probieren, was du früher nicht gemacht hast. In Phasen, wo es dann vielleicht nicht so gut läuft, sagst du, okay, ich mache wieder so ein bisschen mehr wie früher, wo ich weiß, das hat für mich bis zu einem gewissen Niveau gut funktioniert. Aber ja, da muss natürlich jeder für sich selber so ein bisschen seins finden. Ich denke, in der Entwicklung von einem Crossfahrer ist ganz wichtig, ja, auch große Straßenrennen zu fahren. Oder auf jeden Fall im Sommer irgendwelche härteren Rennen. Mittlerweile kann man das sicher auch über Gravel-Rennen machen zum Beispiel. Oder es gibt auch einige Fahrer, die das mit Mountainbike-Rennen gut hinbekommen. Aber ich glaube, da braucht man auf jeden Fall irgendwas, um sich einen gewissen Motor aufzubauen. Ist dann für dich Gravel auch eine Option im Sommer? Oder? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie noch an meine Karriere jahrelang noch Gravel-Rennen dranhängen möchte. Aber ich bin letztes Jahr 2 Rennen gefahren und es war sicherlich ein ziemlich cooler Veranstaltung und cool wäre da natürlich, wenn man es irgendwie hinkriegen würde, die auch ja dann irgendwie ins Fernsehen zu bekommen. Das war ja bei der EM und bei der WM der Fall und ich glaube, das war auch ein ziemlich großer Erfolg. Bei der WM sieht man ja immer, ich glaube, das ist immer am Wochenende von dem 5. Monument, Lombardei. Von der Lombardei. Ja. Und also die letzten 2 Jahre hat irgendwie über die Lombardei-Rundfahrt keiner geredet. Das war immer nur die Gravel-WM. Deswegen, ich glaube, das ist mit Sicherheit eine Disziplin, die ja, sicher wachsen wird. Und es wäre natürlich schön, wenn man die dann auch gut im Bild, ja, irgendwie den Leuten zu Hause auf den Fernseher bringen könnte. Ja, aber jetzt, ich würde das Thema Training trotzdem noch mal interessieren, weil was da beim Cross so krass ist, dass du ja diese früher noch extremer als heute, dass du einfach am Wochenende zum Teil 2 Rennen fährst und du fährst immer, man fährt immer Radrennen. Also man trainiert, also so was du früher, du trainierst bis zu einem gewissen Punkt, Anfang Oktober, und dann fährst du einfach 3 Monate lang Radrennen. Ja. Und zwischendurch hast du mal wieder so Phasen, trainierst wieder oder wirst du krank. Aber es ändert sich natürlich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, Lars van der Haar war so der Erste, der auch als Weltcup-Leader damals oder bei anderen Serien vorne war, einfach rausgenommen hat, um sich auf eine WM vorzubereiten. Ja, das ist halt, also was ich dann, weil du vorne meintest, wenn man da so schwache Momente hat, macht man vielleicht immer das, was man früher gemacht hat, wo man denkt, das hat funktioniert. Aber eigentlich muss man ja auch ein gewisses Vertrauen entwickeln, was aber dann irgendwie gleichzeitig auch schwer ist, wenn du Woche für Woche immer wieder abliefern musst und ist ja nicht so wie beim Straßenrennen. Da kannst du dich auch mal in so ein Rennen reinsetzen, da läuft es halt schlecht. Ist aber auch egal, weil das ist wirklich, ja, ob du 50. bist oder 150. weißt du? Aber beim Crossrennen, das ist ja immer Vollgas. Selbst wenn du einen schlechten Tag hast, ist es Vollgas. So. Ja, ja, halt definitiv. Also, ja, und beim Cross siehst du halt auch, ne, beim Straßenrennen kannst du mal mitfahren, wie du sagst. Beim Crossrennen steht es immer im Ergebnis, schwarz auf weiß, nachher 5 Minuten Rückstand oder was weiß ich. Und ja, das stimmt schon. Aber ja, mit den Rennen ist natürlich auch Einfluss von Trainern, die sagen, hey, du musst hier das periodisieren, du brauchst irgendwie wieder eine Trainingsphase. Ja, so wird natürlich auch jeder besser, ne? Früher war es einfach, da gab es die 3 großen Rennserien, die es jetzt auch noch gibt, aber jeder ist sie gefahren. Ich weiß noch, irgendwann war mal Sven Nys, der hat mal den Weltcup oder einen Weltcup vor der WM ausgelassen. Das war ein Riesending, dass der den Weltcup nicht gefahren ist. Und jetzt ist es völlig normal. Es kommt natürlich auch dann durch die Straßenfahrer, die dann nur noch halbe Cross-Saisons fahren, wo dann alle sagen, die sind ja jetzt viel frischer. Und dann fangen die anderen Fahrer natürlich auch an, ne, ihr Programm anzupassen. Und
ja, das sorgt natürlich auch dafür, dass alle am Ende der Saison dann noch wahrscheinlich besser sind, als wie es früher war. Ne? Früher haben dann vielleicht die ganzen Rennen am besten verkraftet haben, sind die beste WM gefahren am Ende. Und jetzt ist das, ja, jetzt machen sich ja alle viel mehr Gedanken und bauen sich da ein Programm zusammen und ja, wird vielleicht auch mal schneller gesagt, wenn es irgendwie nicht läuft, hey, zack, wir fahren jetzt mal 2 Wochenenden nicht, jetzt wird wieder ordentlich trainiert. Und früher ist man dann einfach immer weitergefahren und da war einfach noch viel weniger wissenschaftliches Know-how im Sport, würde ich sagen. Aber im Straßensport ja genauso. Es wird ja jetzt auch viel schneller gefahren, immer schneller und schneller. Kommt ja nicht nur durch bessere Fahrräder. Ja, Wattwerte haben ja wenig mit Fahrrädern zu tun. Und das liegt an der Ernährung, Training und das weißt du besser als ich, was da alles dazugehört. Ja, aber wie siehst du denn die Entwicklung von der Weltcup-Serie? Dass die eigentlich den Kalender mehr oder weniger vollballern? Ja, absolut. Also von Anfang an fand ich es nicht gut. Lass mal kurz erklären, ja. Also, wie viele Rennen gibt's? Ich glaube, dieses Jahr 14, meine ich. Und fast jedes Wochenende, ne? Letztes Jahr waren es, glaube ich, 16, 15 oder 16. Ist jetzt 3 Jahre, glaube ich, so gewesen. Ursprünglich war der Plan, jeden Sonntag einen Weltcup zu haben. Ist jetzt, glaube ich, fast wirklich so. Aber ja, man sieht einfach, dass das nicht funktioniert. Die Fahrer, es ist einfach nichts Besonderes mehr, ein Weltcup. Es ist jetzt jede Woche ein Weltcup. Und Fahrer fangen an, halt ja, Rennen auszulassen. Und ja, dann gewinnt am Ende den Gesamtweltcup nicht mehr der am besten die Rennen gefahren ist, sondern der die meisten Rennen gefahren ist. Klar muss man immer noch gut fahren, aber ja, es ist nicht mehr so ein direkter Kampf und es ist den Leuten auch nicht mehr so wichtig. Ne? Kommt natürlich auch dadurch, dass die Top-Fahrer so viel verdienen, dass es ihnen nicht mehr so wichtig ist, ob sie dann in den Weltcup vorne sind und da ein gutes Preisgeld haben. Ja, deswegen ist, denke ich, keine gute Sache. Und die andere Sache ist, alle Sonntage sind blockiert. Und das nimmt eigentlich den anderen Rennen, die es sonst noch so gibt auf dem UCI-Kalender, völlig die Luft zum Atmen. Wenn man sieht, wie viele Rennen früher in der Schweiz waren, eine super Top-Rennserie, die EKZ-Tour, ja, hat überhaupt keine Chance mehr, am Sonntag zu existieren, weil ja, die Weltcups so wichtig sind. Auch, man muss ja auch fahren, weil es so viele Punkte gibt, damit man vorne bleibt in der Weltrangliste. Und das macht natürlich auch für jemanden wie mich dann schwer, Rennen in Deutschland zu fahren. Wenn jetzt, es waren jetzt dieses Jahr einige internationale Rennen, aber wenn die sich dann ständig mit Weltcups überschneiden, ist das auch nicht immer einfach. Ich habe jetzt einen deutschen Sponsor, dem das dann lieber ist, dass ich in Deutschland fahre. Wenn du jetzt jemand bist, also ich weiß noch, Philipp Walsleben und ich, früher in Belgien, dem war es völlig egal, ob wir in Deutschland fahren und da sollten wir das internationale Rennprogramm fahren. Also ich glaube, Philipps Rennen in Deutschland, die kann man einer Hand abzählen. Und ich weiß, er wäre damals gerne mehr in Deutschland gefahren, aber es war dann einfach nicht möglich. Ja. Ja, was ich da halt auch dann, also wie schon erwähnt hast, die EKZ-Rennserie. Es geht ja wirklich alles unter, ne? Also, weil Leute, also ich meine, es gibt ja auch nicht nur die 5 bis 10 guten Belgier, es gibt ja noch mehr, ne? Also jetzt im Benelux oder in Luxemburg sind ja noch ganz viele unterwegs und sind ja früher auch mal viel in die Schweiz gefahren. Aber die Rennserie gibt es noch, oder? Nee, die gibt es leider nicht mehr. Die ist leider gestorben, aber der Organisator ist gerade dabei oder probiert wieder eine neue Serie so ein bisschen aufzubauen, den Swiss Cross Cup. Gab es jetzt im zweiten Jahr, aber im Moment noch mit deutlich weniger Finanzkraft als bei der EKZ-Tour. Aber ja, ist super, dass er was macht und vielleicht kann das ja wieder wachsen und größer werden. Ja, noch kurze Erklärung. Also die Weltcups sind deswegen so wichtig und die Punkte für die Weltrangliste, weil die Weltrangliste die Startposition bestimmt. Genau. Und wenn du hinten stehst bei einigen Rennen, da hast du halt zum Teil auch gar keine Chance mehr, nach vorne zu kommen. Ne? Also es ist halt echt. Also ich glaube, dann ist fast egal, wie gut du bist, weil das sieht man nämlich auch bei Pidcock. Ja, man sieht es jetzt bei Tom, ne? Der steht irgendwie kurz eine Reihe vor mir, glaube ich, und ist auch nicht der beste Starter. Und ja, er hat ihm jetzt bei jedem zweiten Rennen mindestens, hat ihm das ganz schön Probleme eingebracht.
Ja, und, ja, da muss man eben mehr Rennen fahren, und damit man weiter vorne steht. Bei den kleineren Rennen, aber bei den Rennen in Belgien, die kein Weltcup sind, sind da nicht ganz so viele Starter. Da geht das oft noch. Aber bei den Weltcups, also ich glaube jetzt in Hulz waren 108 Fahrer, ja, da ist man natürlich, was heißt verloren, wenn man stark ist, fährt man vorher noch, ne? Aber so ein bisschen ist der Zug dann natürlich abgefahren. Und was dazu kommt, im Gegensatz zu früher, die Strecken werden viel kurviger, viel verwinkelter. Ja, ist extrem schwierig dann einzuholen, beziehungsweise in der Gruppe zu fahren. Ja, sobald man da schon an zweiter, dritter Position ist, oft ist man schon im Nachteil und muss ja manchmal eine halbe Runde fahren, um da wieder ein, zwei Positionen aufzuholen. Kommt da ganz natürlich auf die Strecke an. Je schwerer sie ist, also jetzt in Gavre zum Beispiel, was jetzt vor kurzem war, der Weltcup, ja, wer stark ist, fährt nach vorne, klar. Aber da gibt es auch andere Weltcuprennen wie in Antwerpen oder in Maas-Mechelen. Ja, ist man da hinten, hat man wenig Chancen, noch nach vorne zu kommen. Leider, ja. Aber hast du auch das Gefühl, dass die Strecken anspruchsvoller werden, technisch? Eher das Gegenteil, finde ich. Weil wenn die Kurven so eng sind, ist natürlich irgendwie ein Speedlimit drauf. Ne? Oder wenn halt U-Turns, ja, teilweise sind die so eng gesteckt, dass du rumlaufen musst, sobald es ein bisschen regnet. Und wenn du natürlich eine breitere Kurve hast, wo du mit Geschwindigkeit durchfahren kannst, brauchst du natürlich viel mehr Technik, um da ja, die richtige Spur zu treffen oder die Geschwindigkeit zu halten, als wenn es eine ganz langsame Kurve ist und eigentlich eher, ich sage immer, wie ein Geschicklichkeitsparcours, wo du irgendwie um die Pfähle fährst. Deswegen wirklich technischer finde ich die Strecken nicht. Und ja, es gibt auch viele Leute, die extrem dagegen sind, aber ja, es sind natürlich mittlerweile nur noch eine große Agentur ist Golazo, die in Belgien die Rennen machen, ist dann einer, der verantwortlich ist für die Strecken, und der andere bei Flanders Classics, die die Super Prestige und den Weltcup haben. Und das sind dann natürlich irgendwo immer die zwei gleichen Leute, die die Strecken bauen, und dann ähneln die sich natürlich auch alle ein bisschen, ja. Okay. Welche Ziele hast du noch? Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, an die Ergebnisse, die ich früher erreicht habe, komme ich nicht mehr ran oder wird es schwer. Aber ich möchte einfach ja jetzt sowas wie in Diegem, dass ich wirklich noch mal ein Bild war im Fernsehen, dass ich hatte leider ein paar Probleme beim Start, bin eigentlich gut gestartet, aber dann in den ersten ein, zwei Minuten wurde ich da dreimal umgefahren und lag auf dem Boden und bin eigentlich das ganze Rennen hinterher gefahren und war eigentlich ja die ganze Zeit oder die erste Hälfte nur 20, 30 Sekunden hinter der Spitze. Wenn man da gut startet, ist man natürlich erstmal mit dabei. Diegem ist eine Strecke, wo man noch gut in der Gruppe fahren kann. Da hat man auch gesehen, da wird man auch mal taktisch gefahren, da wurde auch mal rausgenommen an dem Berg. Ja, wenn man da mal dabei ist und schön im Bild ist, dann macht das natürlich viel mehr Spaß. Oder man fühlt sich ein bisschen belohnt für seine ganze Arbeit, die man da das ganze Jahr reinstreckt im Training. Und das sind so die Sachen, wo ich mich drüber freuen würde. Gute Ergebnisse natürlich auch. Ja, eine gute WM fahren nochmal, aber jetzt so feste Ziele habe ich jetzt nicht wirklich. Also auch keinen ewigen Rekord der deutschen Meistertitel? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der liegt. Also du hast jetzt 7, Philipp hatte 6, also an dem bist du vorbei. Ja, aber da gab es noch ganz früher einige ziemlich gute Profis, die, glaube ich... Klaus-Peter Thaler, ich weiß nicht, ob ich das so schnell rausfinde, aber ich würde jetzt mal fast sagen, dass 10... wahrscheinlich schwierig wird, oder? Also Klaus-Peter Thaler hat der Elite 2 geholt. Nee, warte mal, das stimmt nicht. Bei der WM 2. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, Thaler hat auch schon über 10 Stück. Der fährt ja auch wieder, ne? Thaler. Ja gut, aber Elite hat Klaus-Peter Thaler 9. Okay. Das heißt, du könntest mit 10 Stück an ihm vorbeigehen. Das sind nur noch 3 Stück. Gucken wir mal. Hast du denn jetzt bei der DM fährt Sascha Weber? Man weiß nie beim Sascha, der ist immer für eine Überraschung gut, aber ich glaube, er bereitet sich dieses Jahr auf die Mountainbike-Saison vor und meines Wissens startet er nicht, aber er ist gerne willkommen. Aber ansonsten ist jetzt wahrscheinlich eher eine sichere Sache, ne?
Außer ja, ist immer schwer zu sagen. Ja, klar. Aber es kann immer alles passieren. Also ich hatte auch schon Meisterschaften, wo ich dann die Woche vorher krank war und wirklich gerade so, hätte wirklich kein Tag eher sein dürfen. Deswegen passieren kann da immer viel. Strecke soll auch ziemlich schwer sein. Also ja, wo es hochgeht, geht es auch runter. Ne? Ja. Deswegen, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird eine gute DM. Der Organisator gibt sich große Mühe. Ist ein Typ, der sehr heiß drauf ist. Und ja, also wer Bock hat, kann gerne gucken kommen. Das erste Mal so nah eigentlich im Westen. Also ich bin schon... Rade vorm Wald? Rade vorm Wald, ja. Genau. Mitten in NRW. 13., 14. Januar, also genau. Wenn die Folge rauskommt, noch anderthalb Wochen. Ja. Ja. Genau, und eine Heim-DM für dich eigentlich, ne? Mehr oder weniger. Kann man so sagen, also ich glaube, sonst war es eigentlich mindestens immer 3 Stunden Fahrt, meistens irgendwo im Osten. Also ich bin schon viele WMs gefahren, die näher ran waren als die nächste DM für mich. Ja, aber wir als Ostdeutsche, oder ich als Ostdeutsche, könnt ihr auch sagen, ich bin... Oft nach Belgien gefahren zum Rennen. Ja, also 1400 Kilometer am Wochenende im Auto war keine Seltenheit, ja. Sondern halt ja, normal. Da habe ich schon ganz gute Ausgangsposition hier, das weiß ich. In Aachen, genau, ja. Ja, okay. Ja, ich wollte auch noch, also zu Deutschland eigentlich die Hardfacts, ne? Rade vom Wald, 13., 14. Caro und ich werden nicht da sein, obwohl ich weiß nicht, Caro, bist du da? Also nicht, ja, Vladi will wohl fahren, aber ich glaube nicht, dass ich mitfahre, ehrlich gesagt, weil ich brauche im Moment jedes Trainingswochenende oder jeden Trainingstag, den ich irgendwie kriegen kann. Ja, ich hatte. Aber da hast du mal ein paar Berge zum Trainieren. Ja. Ja, aber wenn man dann da ist, so nebenher dann noch trainieren, ja, mache ich jetzt auch nicht unbedingt. Also, mal sehen. Aber ich hatte eigentlich mir vorgenommen, dieses Jahr zu fahren. Aber es ist halt, ey, wenn ich mir diese Rennen anschaue, ne, das ist so, sieht cool im Fernsehen aus, aber für mich kompletter Abturn, ne? Die Kurven, also wie du schon sagst, die Geraden sind alles so kurz und so, das ist halt, ey, wo will ich denn da hin, weißt du? Also es ist ja, bis ich mal beschleunigt habe, da ist die Kurve, dann kommt die nächste Kurve halt und das ist, ja. Ja, ist leider eine Tendenz, die ja nicht so erfreulich ist, finde ich. Ich verstehe es natürlich, dass das auch wegen dem Fernsehen ist, es einfacher zu filmen ist und auch für die Sponsoren, die Banner, die aufgehängt werden. Ja, die Belgier nennen es immer TV-Kurven, wenn da so ein Zickzack gefahren wird. Aber für die Spannung ist es nicht gut, weil einfach ja kaum taktische Phasen sind im Rennen. Wenn du keine Geraden hast und nur Kurven, dann fährst du von Kurve zu Kurve Vollgas. Auf wen willst du noch warten? Wenn keine lange Gerade ist, brauchst du auch auf keinen hinter dir Acht nehmen, der irgendwie in deinem Windschatten hängt. Und so fährt halt oft irgendwie in der zweiten oder dritten Runde der Beste weg, manchmal sogar in der ersten Runde. Und dann finde ich oft, sind die Rennen sehr langweilig. Man sieht auch, die Rennen, die nicht so sind, sind oft sehr spannend. Viele Fahrer noch zusammen. In Dublin letztes Jahr, da fallen mir ganz viele ein. Ja, deswegen eine gute Tendenz ist es nicht, aber ich glaube, uns wird da keiner erhören. Mal gucken, ob sich vielleicht ein bisschen ändert in der Zukunft, wenn der Weltcup sich wieder ändert. Ich denke schon, dass sich da einiges tun wird, weil sehr viel Kritik kam, auch von der Anzahl der Läufe. Deswegen mal sehen, was kommt. Ja. Mich würde noch kurz eine Meinung zu dem Mathieu van der Poel-Ding mit dem Spucken interessieren, aber wenn du dazu nichts sagen willst, ist es auch in Ordnung. Nee, klar, also ja, sollte man nicht tun. Aber ist natürlich völlig verständlich. Ja, wenn und ich kenne Mathieu wirklich gut und ja, der ist absolut nicht der Typ, irgendwie grundlos sowas zu machen oder wegen einem Mal. Also ich glaube, das ist wirklich. Das hat sich jetzt über die ganzen Rennen angestaut, so ein bisschen. Aber nimmst selbst du das wahr, dass so eine gewisse Anti-Haltung ihm gegenüber da ist? Also man kriegt es im Fernsehen mit, dass viel geboot wird. Ja, das habe ich auch gehört bei einigen Rennen. Ich bin ja nicht alle Rennen gefahren, ich habe auch einige im Fernsehen geguckt. Es kommt halt dadurch, dass er jetzt so dominiert, ne? Wenn es, glaube ich, ein Zweikampf wäre und der gewinnt mal und der gewinnt mal.
Ich glaube, jemand, der so dominiert, das finden die Leute dann langweilig und dann, ja, dann kommt da so eine Anti-Haltung. Man muss aber auch natürlich sagen, das sind oft 2% dann, ne? Also in Hulz waren 22.000 Zuschauer und es waren dann vielleicht an ein oder zwei Stellen, wo 10 Betrunkene waren, die dann da noch nicht mal vielleicht gegen Mathieu sind, einfach da anfangen und dann ist das so, einer fängt an und die anderen machen mit. Ich glaube, an sich ist Mathieu noch, er wohnt ja schon sein ganzes Leben in Belgien und ich glaube, die Fans teilen sich da ziemlich auf in Belgien zwischen Wout und Mathieu. Ist jetzt nicht wie früher, sagen wir mal, mit Lars Boom zu deiner Zeit auch, der wirklich ein echter Niederländer war und als, sagen wir mal, Ausländer nach Belgien kam zum Crossen. Das war dann natürlich den belgischen Fans manchmal ein Dorn im Auge, wenn er ziemlich gut gefahren ist und die Belgier abgehängt hat. Und das ist, glaube ich, bei Mathieu nicht so der Fall. Okay. Dann zum Ende, du bist auch schon an Mike Kluge vorbeigezogen, was die Meistertitel angeht. Ja, WM-Titel habe ich noch 3 Rückstand, glaube ich. Aber ja, das stimmt, aber ich glaube, das wird auch schwer, die aufzuholen. Aber wie gesagt, bei den Masters vielleicht. Ewiger deutscher Meister, ey, da musst du, glaube ich, an Jens Schwedler erstmal vorbei. Ich weiß nicht. Ja. Also quasi an deinem Team, ich weiß nicht, ob er dein Teamchef ist, aber von daher, da ist dann auch was vor dir. Aber erstmal ewiger deutscher Meister finde ich ein relativ gutes Ziel. So 10 deutsche Meistertitel, dann könnte man auch aufhören. Das wird schwer, die zu holen für andere. Mal gucken, vielleicht noch 2 Jahre und dann noch einen auf Überraschung nochmal auftauchen. Mal gucken. Ja. Nee, mal sehen. Aber ich finde auch, der Straßenmeistertitel, der zählt auch für 2. Also. Genau, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Was für dich, also würdest du alle 7 Cross-Titel gegen einen Meistertitel auf der Straße eintauschen? Du hast ihn, aber würdest du es quasi so aufwiegen? Ja, das wäre schwierig zu sagen. Ne? Also die 7 Meistertitel, da hängen ja dann auch noch der Rest der Cross-Karriere eigentlich da dran und die würde ich auf jeden Fall nicht eintauschen. Also ich glaube, die hat mir den Namen gebracht, den ich jetzt habe. Ich glaube, wenn du einmal deutscher Meister wirst und sonst nichts holst auf der Straße, dann bist du ein One-Hit-Wonder und auch schnell wieder vergessen. Und da fallen dir wahrscheinlich auch 1-2 Namen ein in den letzten 20 Jahren, wo das passiert ist und die heute wirklich keiner mehr kennt, so wirklich. Ich hoffe mal, der Crosssport, da denkt vielleicht noch der eine oder andere mal ein paar Jahre noch an mich zurück oder an uns. Philipp auch, der wirklich extrem gut gefahren ist. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis da mal wieder ein Deutscher kommt, der an solche Erfolge anknüpfen kann. Naja, das muss man wirklich nochmal. Es ist irgendwie schwierig, das herauszustellen, weil wir alle auf einer sehr persönlichen Ebene unterwegs sind. Wir kennen uns halt alle schon ewig. Aber was Weise da gemacht hat, also die Generation Philipp, dann Pfingsten, du, ich, Ralle, dann war Ole Quast ja zum Teil und noch dann da, der ein bisschen jünger war, aber dann auch gefahren ist bei den Junioren und so. Das war schon gut. Bei den Frauen hatten wir Hanka, hatten wir Birgit Hollmann. Also es war schon irgendwie auch eine ziemlich gute Zeit, muss man sagen. Also da waren sehr, sehr viele Deutsche echt vorne in verschiedenen Altersklassen. Ja, ich sehe es ja jetzt. Ich hatte wirklich jetzt 2, 3 nicht so gute Jahre und ja, fahre jetzt wieder einigermaßen bei manchen Rennen. Und wie viele Leute dann zu mir kommen und sagen, hey, jetzt bist du aber wieder richtig gut gefahren. Und wenn ich dann denke, so ja, vor 5, 6 Jahren bist du irgendwie, weiß ich nicht, bin ich mit den ersten 5 rumgefahren, mit den ersten 10. Und Philipp dann sogar ja mal 2. im Gesamtweltcup. Und dann kann man sich überlegen, wenn das heute einer machen würde, ja, wie die deutschen Fans das irgendwie abfeiern würden. Und da denke ich mir manchmal, schade, dass jetzt ein bisschen später so ein bisschen, ja, ich will es jetzt nicht Hype nennen, aber die ganze Aufmerksamkeit doch kommt innerhalb von Deutschland. Aber ich finde schon spürbar, dass sich viele Leute dafür interessieren, auf jeden Fall, ja. Nee, also ich glaube auch, wenn die Ergebnisse, also das, was damals passiert ist, wie wir gefahren sind, wenn es da schon die Übertragung gegeben hätte und auch den Zugang zum Internet, wie es jetzt ist, ja, dann hätten wir einen ganz anderen Status von Cross auch in Deutschland. Definitiv. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Also Radsport ist eh eine Nische, das ist uns ja allen klar, aber es wäre nicht, Cross wäre nicht so klein, wie es eigentlich gerade ist. Da wäre viel mehr Interesse auch noch da. Aber ja, leider ist es nun mal so, wie es ist. Können wir mal hoffen, dass irgendwie noch
gute Crossfahrer und Crossfahrerinnen irgendwie nachkommen. Ja, Problem ist natürlich auch, die Belgier, die bleiben Crossfahrer, ne? Die Topfahrer. Und die fahren dann auch im Sommer gute Straßenrennen. Und ja, in Deutschland, die deutschen Talente, die es gab, gehen dann irgendwie gehen auf die Straße. Und, ne? Ja gut, Infrastruktur und halt aber auch die Möglichkeit, sehr viel Geld zu verdienen. Ja, aber ich glaube, das wissen dann viele gar nicht, dass das im Cross auch möglich ist, ne? Das, ja gut, aber es ist ja als Belgier erstmal, der Sprung ist erstmal einfacher. Also als Straßen in Deutschland, wenn du guter Junior bist, du fährst, also wenn du, wie du vorhin schon sagst, bei den Frauen ja genauso, fährst du gut Cross, fährst du tendenziell auch gut Straße mittlerweile. Mhm. Also gerade in Nachwuchsklassen, wo das sich überschneidet. Und dann wirst du sehr, sehr schnell abgewogen. Aber in Belgien hast du direkt schon eigentlich so diesen Weg vor dir. Du hast halt einfach die Wahl. Gehe ich weiter Richtung Straße oder Richtung Cross, wo ich auch weiß, da verdient man auch mehrere hunderttausend Euro an Festgehalt plus die Startgelder. Weißt du? Das ist ja, in Deutschland wird das ja gar nicht so eröffnet. Du musst dir erst den Weg bahnen, um dann vielleicht auch in ein ausländisches Team zu kommen. Als Philipp damals zu BKCP gegangen ist, also zu dem Team von Nils Aber, das war ja schon so ein bisschen so eine Sensation. Weißt du, der war so der Erste. Ja. Das ist ein bisschen den Weg geebnet dann auch für dich. Und nach dir kam halt dann auch nichts mehr. Wobei bei Philipp muss man auch wieder sagen, war jetzt auch nicht so, dass man sagt, ey, du Idiot, du gehst jetzt Cross fahren, du schmeißt eine Straßenkarriere weg. Nee, in der Position war er auch nicht wirklich damals. Ne? Heißt nicht, dass er das nicht konnte, das hat er danach auch noch gezeigt, bei Alpecin, dass er auch ein guter Straßenfahrer ist. Aber ja, wie gesagt, ein Marco Brenner und es gab da noch den einen oder anderen, die wirklich bei den Junioren auch gut Cross gefahren sind und die dann in der U23 damit aufgehört haben. Ich denke, der Crosssport tut einem sicherlich gut, ne? Auf der Straße, du brauchst die Explosivität, die Fahrtechnik teilweise. Ist nicht umsonst, dass ja, Mathieu und Wout so gut fahren, denke ich. Aber nochmal, also ich glaube, das ist hat wirklich was auch mit Belgien zu tun, ist ja nicht nur Deutschland, die das Problem haben. Dass natürlich, in Belgien ist natürlich ganz anders angesehen, der Sport, das ist klar. Ja. Also auch, wie gesagt, dass der Weg dahin dir kürzer erscheint und einfacher, als er dir in Deutschland erscheint. So, ja, die Jungs stehen auch morgens schon auf, ne, und wollen halt Crossfahrer werden und nicht die Tour de France fahren, sondern Crossweltmeister werden. Ja, das stimmt, ja. Na gut, dann hoffen wir mal, dass auch bald in Deutschland wieder ein kleines Mädchen und Junge morgens auf und sagt, ich will Cross-Weltmeister, Weltmeisterin werden. Und dann anstatt auf die Straße den Cross-Sport bevorzugt. Wäre zumindest schön. Aber gut, also ich werde nichts dran ändern. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit Kindern aussieht, aber deswegen. Auch eher negativ. Ja, ich bin ja noch der Jüngste jetzt von uns dreien. Ja, genau. Deswegen, ich habe ja noch Zeit. Die Hoffnung ruht auf dir. Bei dir ist ja alles möglich, genau. Aber ich habe sonst erstmal keine weiteren Fragen. Caro? Nee, ich auch nicht. Sehr gut, der Zeuge ist entlassen. Der Zeuge ist entlassen. Nee, dann viel Glück bei der DM, bei der Heim-DM. Ja, genau. Ja. Ganz viel Glück. Wobei, ich denke, das wäre eine DM gewesen für dich. Soll ein Teeranstieg hochgehen? Ja. Da wäre noch was drin gewesen. Ich glaube auch, dass ich hätte gut fahren können, um ehrlich zu sein. Aber ich habe große Ziele im Gravel. Und ich habe mir sagen lassen, das Orbea Gravelbike ist durchaus crosstauglich. Ja, ja, klar. Ist es auch. Ist ein gutes Fahrrad. Aber nee, ich habe großes vor, Gravel versucht großes vorzuhaben, deswegen, wie bei Caro, jeder Trainingstag zählt da irgendwo und sich so oft, also ich finde so eine Deutsche, wenn man sowas fährt, sollte man es ernst nehmen, also ich zumindest, ich kann das nicht aus dem Spaß herausfahren einfach nur, Nein. Also ich habe da schon Spaß, aber nicht mit nicht Ernsthaftigkeit und das verlangt einfach wieder zu viel ab. Ja. Ja, man muss ja auch, also zumindest ist bei mir so, schon mal ein paar Rennen in der Vorbereitung fahren und da hätte man schon mal ein bisschen früher mit anfangen müssen. Ja, ja, wäre cool gewesen, euch dabei zu haben, weil ihr jetzt auch schon relativ bekannt seid dann durch den Gravelsport. Da zählt irgendwie jeder Fahrer. Aber Marcel, wenn ich weiß, dass du deine letzte Meisterschaft fährst und um deinen 10. Titel kämpfst, dann kommst du und dann komme ich nochmal. Aber zum Anfeuern, oder? Nee, dann helfe ich dir. Damit, ach so, ja gut.
Und dann holen wir auch noch Ralle und dann muss das Ding ja zumachen. Ich glaube, Ralle wird dir auch den Vortritt lassen, auch wenn er vielleicht an dem Tag besser ist. Also ein Freund ist er ja. Ja, hoffen wir es. Ja. Nee, mal gucken, wie weit ich noch komme mit den, vielleicht bleibt es ja auch bei den 7. Ja, wenn nicht, wäre das auch in Ordnung. Ist auch bis jetzt schon eine sehr gute Karriere. Ja, ich sag auch immer, also klar, es ist immer schön, deutscher Meister zu sein. Ich war es 6 Jahre lang. Das ist natürlich dann irgendwie auch so ein Wiedererkennungsmerkmal. Ne? Dann erkennt dich jeder, auch bei den großen Rennen. Aber ich finde es dann auch wieder nicht so wichtig, als international gute Rennen zu fahren. Also ich will nicht die ganze Zeit unterm Radar fahren und deutscher Meister werden. Dann fahre ich lieber wirklich eine gute Saison international und auf der DM kann irgendwas schief gehen von mir aus. Aber ja, klar, du nimmst es mit. Es ist natürlich irgendwo auch wichtig, das ist selbstverständlich. Da hängt halt ein Trikot dran. Aber ja, es gibt noch so viel mehr Rennen. Ne? Aber ich glaube, das wird bei dir dasselbe sein, oder? Also wenn du Unbound gewinnen kannst und World Series Gravel Rennen. Ich glaube, wenn man so oft deutscher Meister geworden ist wie du, sieht man das anders. Ich bin einmal deutscher Meister geworden und sehr oft irgendwie auf dem Podium gestanden oder so. Und das ist dann schon, dann will man, weißt du, und dann ist das, also der Stellenwert ist dann einfach zu hoch für das, was es eigentlich ist. Ja. Und das bei dir halt nicht mehr, weil du bist halt aber auch schon 7-mal deutscher Meister, dann ist das halt so, ist halt dann der 8. Ich weiß nicht, wie es bei Caro ist. Also für mich ist ein deutscher Meistertitel definitiv extrem wichtig und ich finde es was ganz Besonderes insofern. Ich weiß, aber es ist auch eine andere Situation jetzt, glaube ich. Also Ich glaube für dich, wir verstehen dich schon richtig, für dich ist es auch wichtig, aber jetzt halt wäre halt schon geiler, irgendwie DGAM 8. zu werden oder 7. Das in dem Moment hat für dich erstmal mehr Bedeutung. Jetzt nicht das eine Rennen, aber so auf die ganze Saison gesehen, dann fahre ich lieber ein stabiles international vorne mit und als ich denke, das bringt dir als Fahrer mehr als aber ja, am besten ist natürlich immer alles und das probiert man auch immer. Ja, einfach so wie Mathieu. Ja. Einfach alles mitnehmen. Genau. Okay, dann wie gesagt, viel Glück und wir sehen uns sicherlich bei irgendeinem Gravel-Rennen, spätestens in Aachen, gehe ich mal von aus, bei dem Heimrennen. Ja, da werde ich auf jeden Fall wieder mitfahren, denke ich. Sehr gut. Danke dir. Danke euch. Ja. Und viel Spaß beim Trainieren. Jo, danke. Danke. Ciao. 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 Zu guter Letzt noch ein Hinweis. Ihr könnt ab sofort meinen Gravel-Trainingsplan bei Mats finden. Den Link und mehr Infos findet ihr in den Shownotes.